Überraschung, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer hätte damit gerechnet, denn heute ist, glaube ich, Tag 350, an dem ich hier diese Shop-Videos mache. Das heißt, 350 Tage habe ich euch hier mal den neuen Shop vorgestellt. Jedenfalls aus diesem Anlass starte ich heute eine ziemlich coole Aktion. Und zwar werde ich jetzt für die nächsten 10 Tage jeden Tag 1000 V-Bucks an euch verschenken. Also wenn ihr ein paar V-Bucks haben wollt, ihr könnt jeden Tag teilnehmen. Alles, was ihr tun müsst, um diese V-Bucks zu bekommen, ist einfach nur ein Abo dazu lassen, also kurz runter zu scrollen und auf Abonnieren zu klicken, dem Video hier einen Daumen noch umzugeben und jetzt jeden Tag quasi einen Kommentar zu schreiben, und zwar heute mit Hashtag Tag 1 drin, einfach einen Kommentar schreiben und am besten noch dazu, wie ich euch am besten erreichen kann, wenn ihr gewonnen habt, also meinetwegen euren Instagram-Namen, euren Twitter-Namen, euren Discord-Tag, eure E-Mail, einfach nur in den Kommentar dazu schreiben, dass ich euch halt schnell erreichen kann, dann kann ich euch schnell den Code schicken, wenn ihr gewonnen habt. Also einfach nur ein Abo da lassen, dem Video einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar mit heute Hashtag Tag 1 reinschreiben, um die 1000 V-Bucks heute gewinnen zu können. Und da kommen wir schon natürlich jetzt direkt zum heutigen Fortnite-Shop, wo wir nämlich eine neue Lackierung drin haben, nämlich die Goldschuppen. Habe ich mir auch schon gekauft im Stream vorhin, ich habe wieder in den Shop reingestreamt. Falls ihr das gesehen habt, Grüße gehen raus an euch. Ja, die werde ich auf jeden Fall gleich zeigen, die neue Lackierung. Fangen wir aber erstmal auf der linken Seite an, und zwar mit dem Raptor-Skin, immer noch einer meiner Lieblingsskins, ist schon sehr, sehr alt, ich glaube in Season 2 ist er damals rausgekommen, aber ja, ich feiere ihn auf jeden Fall immer noch. Dann haben wir noch dazu den Party-Löwen für 1500 V-Bucks, eine ziemlich teure Hacke, auch wenn sie natürlich ziemlich mächtig aussieht und hier so eine kleine Animation hat. Das war, by the way, glaube ich, die erste Hacke, die hier sogar eine Animation hatte, der Sound... Ja, ist eigentlich auch ganz cool. Dann haben wir noch das gesamte Farbbomber-Set drin, also der Farbbomber selber ohne Backpack, der männliche, der Kanonier, dann noch die Hacke, die ich richtig geil finde. Und als letztes noch den relativ neuen Ballongleiter dazu. Ja, ich feiere das Set auf jeden Fall, ist so ziemlich quasi schon das Markenzeichen von Fortnite. Also das sind auf jeden Fall Skins und Items, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Kommen wir schon zur rechten Seite. Da haben wir erstmal die Battle Pass Stufen drin, weiterhin immer noch 10 Stufen plus 500 XP. Dann den Tai Chi Emote. Finde ich jetzt nicht so besonders, also da gibt es deutlich coolere Emotes. Als nächstes haben wir die Sturmtrooperin, die habe ich mir heute tatsächlich mal gekauft. Sie war schon endlos auf dem Shop und ich habe sie mir nie gekauft. Heute habe ich mal zugeschlagen und bisher habe ich es auch nicht bereut, habe sie ein bisschen gespielt jetzt schon. Finde sie eigentlich ganz in Ordnung, würde sie also empfehlen, vom Preis her ist sie in Ordnung. Und da kommen wir schon zum Highlight des heutigen Tages, und zwar haben wir eine neue Lackierung drin, die Goldschuppen für 500 V-Bucks. Ja, ich weiß nicht, also ich finde sie jetzt nicht ganz so krass. Hier seht ihr mal die ganzen Modelle dazu. Sie schaut hier noch ganz cool aus, in der Übersicht sieht sie eigentlich ganz nice aus, aber in-game hat sie mir echt nicht so gut gefallen. Kann es gleich nochmal kurz zeigen, ich springe mal ganz kurz in-game und zeige euch das mal, was ich meine. So, und zwar holen wir uns mal schnell hier eine Scar. Und ich zeige euch das Ganze mal. Und zwar finde ich, sieht sie in-game echt hässlich aus. Ne? Das ist nicht wirklich golden. Da hätten sie es wenigstens wirklich, wenn die schon golden im Namen hat, dass sie dann wirklich halt richtig golden aussieht. So finde ich das Gold ziemlich schwach. Weiß ich nicht. Also mir gefällt es nicht so. Ich finde, die Farben leuchten halt einfach nicht genug. Wenn es jetzt so ein richtig krasses Gold gewesen wäre, dass sie halt wirklich so, boah, Alter, schaut die geil aus. Kennt es vielleicht, ich glaube, ich habe zwar nicht viel Call of Duty gespielt, aber da gibt es doch auch diese Goldwaffen und die leuchten doch halt richtig geil. Ich weiß nicht, also so finde ich die Lackierung echt schwach. Würde sie deswegen eher nicht so empfehlen, wenn man sich zum Beispiel die Magma-Lackierung gekauft hat. Die ist auf jeden Fall viel, viel geiler als diese hier. Irgendwie ein bisschen schade. Schreibt mir gerne mal auch eure Meinung zu der Lackierung in die Kommentare. Und wie gesagt, schreibt gerne noch einen Hashtag Tag 1 dazu, denn heute startet meine Verlosungsserie. Für die nächsten 10 Tage verschenke ich jeden Tag 1000 V-Bucks. Alles, was ihr tun müsst, ist, wie gesagt, einfach nur ein Abo da lassen, dem Video einen Daumen nach oben geben und heute dann Hashtag Tag 1 in den Kommentar reinschreiben, den ihr macht. Morgen dann logischerweise Tag 2, wer hätte es gedacht. Und ja, jeden Tag könnt ihr da quasi neu teilnehmen für die nächsten 10 Tage und dann auf jeden Fall viel Glück an euch. Kommen wir wieder zurück zum Shop. Da haben wir nämlich als nächstes die rote Verteidigerin drin. Inzwischen hat sie auch einen alternativen Stil, glaube ich, bekommen. Ja, ich finde sie auf jeden Fall ganz cool. Für 800 V-Bucks kann man damit nichts falsch machen. Und als letztes die diese Superheldenlandung, den Erderschütterer für 200 V-Bucks, benutze ich relativ selten, aber der Preis ist auf jeden Fall in Ordnung. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt wieder rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet, also top oder flop. Und zum Abschluss könnt ihr mich gerne noch als Creator eintragen. Geht heute gerne mal in den Fortnite-Shop und gebt dort Stocks hier ein. Alle 14 Tage muss man das hier wieder neu eintragen. Also wenn ihr mich supporten wollt, tragt gerne dort Stocks hier in das Feld ein. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Macht's gut und rein. Tschüss.